Hallo, herzlich willkommen zum Temohaul. Ich habe wieder einiges bestellt und das möchte ich euch heute zeigen. Einmal einen BH in Größe XL. Also da war nichts mit Körbchengröße oder so. XL. Den werde ich auch anprobieren und werde ich euch dann sagen, ob der passt. Hat so ein bisschen aufgepolsterte Körbchen. Geht hier so ein bisschen höher, ist dann so ein Netz. Sehr weich, aber oben breite Träger. Und ein bisschen Stretch hat er auch. Auch da unten nochmal so ein Rand. Kannst du auch noch ein bisschen stretchen. Das ist hinten. Ja, ich werde mal schauen, ob der gut sitzt oder nicht und gut Halt gibt. Hier, was steht hier drin nochmal? Auch nur XL. 95% Nylon und 5% Elastan. Kannst du 40 Grad waschen. Ja. Also hübsch finde ich ihn ja, aber ob der gut sitzt, das werden wir dann ja sehen. Da bin ich selber gespannt. Das weiß ich nicht. Sitzt unerwartet gut. Ganz weich. Fühlt sich an. Den merkst du gar nicht. Richtig schön angenehm. Ließ sich gut anziehen. Ist ja wie so ein Sport-BH, den du so über den Kopf ziehst. Und passt auch gut von der Körbchengröße, sitzt echt gut, drückt nirgends, ist ja ohne Bügel, richtig schön. Ich kann das ja natürlich schlecht so insgesamt zeigen. Der BH sitzt toll. Ich habe jetzt extra so eine Bluse angezogen, damit ihr das besser sehen könnt. Ganz, ganz weich, die merkst du gar nicht, die fühlen sich richtig gut an. Der ganze BH, sehr angenehm, nirgends drückt es. Super schön, den möchte ich am liebsten sofort anbehalten. Ne? Soll man ja immer einmal waschen, aber ich würde ihn am liebsten gleich anbehalten, weil der wirklich sehr angenehm ist. Der drückt nirgends, den merkst du gar nicht. Ich habe ihn in XL genommen und der passt gut. Ne, ich hätte so Körbchengröße D. Und dafür passt er sehr gut. Toller BH. Dann habe ich, ach ja, für die Schuhe solche Einlagen bestellt. In Größe 39-40. Ich glaube, solche Einlagen kannst du ja auch, wenn sie ein bisschen größer sind, auch immer nochmal zurechtschneiden. Normalerweise ist das so. Das sind so zwei Stück. Die sind jetzt nicht so besonders dick, sind schon ein bisschen weich. Oben ist das nochmal so mit Stoff drauf. Das ist so ein Schaumstoff hier unten und hier ist nochmal so ein Stoff drauf. Gut biegsam, ganz ja, dünne Einlagen, würde ich sagen. Habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen dicker vorgestellt. Ah ja, da freue ich mich auch drauf. Das ist ein Rucksack. Ja, kommt nochmal so ein bisschen in der Schutztasche eingepackt. Und hier ist Kunstleder. Hier zum Teil auch. An den Schnallen. Dann habt ihr hinten einmal eine Tasche. Ihr habt einen goldenen Reißverschluss. Also hier ist nur der Zipper in Gold. Und dann habt ihr hier ein Fach. Vorne habt ihr die Reißverschlüsse. Da sind sie ja auch sichtbar. Dann auch hier in Gold. Ne? Und mal gucken. Habt ihr hier eine Tasche. Ist auch nicht durchgängig zu der, da ist eine, und hier ist nochmal eine. Das finde ich ganz gut, weil sonst vermischt sich ja wieder alles. Da kannst du dann so kleinere Sachen nochmal reinpacken. Hier an den Seiten, hier habt ihr auch nochmal so kleine Taschen, wo ihr was reinpacken könnt, wo man schnell zugreifen kann. Dann die große Tasche, das ist einmal diese hier. Oh, ich sehe gerade, da habt ihr zwei Zipper, also das könnt ihr wahrscheinlich von beiden Seiten dann auf und zu machen. Also zweimal Reißverschlüsse, das ist dann innen. Ich finde, das ist ordentlich Platz drin. Ist so ja, wie eine große Handtasche, würde ich sagen. Hier drin habt ihr auch nochmal, mal so, jetzt auf, habt ihr auch nochmal eine kleine Extratasche. Auch in der Mitte einen Reißverschluss und ja, ist noch mal eine kleine Tasche, die ist jetzt nicht besonders groß. Hier oben kann man noch mal eine Kleinigkeit, vielleicht Haustürschlüssel oder so reinpacken, dass du die Sachen dann immer wieder findest.
mehrere Reißverschlüsse, mehrere kleine Fächer finde ich immer ganz schön. Und wie gesagt, hier habt ihr zweimal zum Zumachen. Das ist ja, so ein Stoff, der so ein bisschen wasserabweisend ist. Einstellen könnt ihr die auch noch. Kannst du auch noch ordentlich länger machen. Und dann ist es nicht besonders groß, aber ja, wie eine große Handtasche. Von Temu habe ich mir ja schon, ja, das ist noch nicht ganz ein Jahr her, eine Tasche bestellt. Die zeige ich euch mal. Das ist ja diese hier. Mit dem Griff und mit einer langen Schnalle. Der fühlt sich ganz, ganz toll an, die Tasche. So, das fühlt sich so ein bisschen wie so ein wie Leder an, aber so ein bisschen raueres Leder, ne? Kein glattes Leder. Ist aber nicht, also fühlt sich nur so an. Und ich benutze die täglich, jeden Tag. Reißverschlüsse auf, zu, da passiert gar nichts. Super gute Qualität, diese Tasche hier von Temu. Und innen habt ihr auch nochmal eins, zwei Fächer. Und hier auch nochmal ein Fach mit Reißverschluss. Eins mit Reißverschluss und zwei einzelne Fächer habt ihr hier noch. Ich mach mal zu. Hinten habt ihr, dann, also für mich ist das hinten auch nochmal ein größeres Fach. Und deswegen meine ich ja hier, diese Fächer, die benutze ich auch für Kleinigkeiten gerne an beiden Seiten. Und die sieht immer noch super gut aus. Wirklich, die trage ich täglich. Die hält richtig, richtig viel aus. Ich liebe diese Tasche, weil die total praktisch ist. Und dann fühlt sie sich gut an, ist schön weich. Ja, ich finde die richtig toll. Und die passt, finde ich, zu allem. Und dann habe ich halt den Rucksack gesehen und habe gedacht, probiere ich mal aus. Muss ich mal schauen. So fühlt er sich gut an. So ein bisschen, ja, das ist so ein wasserabweisender Stoff. Und Reißverschlüsse machen auch jetzt einen ganz guten Eindruck. Mal hier mal schauen. Doch, machen eigentlich einen guten Eindruck. Kann ich jetzt noch nichts weiter sagen. Also schlecht, kann nichts Schlechtes dazu sagen. Ich finde ihn hübsch. Macht einen stabilen Eindruck, auch vom Stoff her. Am Anfang knisterte die jetzt so ein bisschen. Das kommt von diesem Innenstoff, aber das hatte ich bei meiner auch und das hört nachher auf. Also das habe ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe hier zwei Zipper, ne, die Seitentaschen. Ich finde ihn ganz niedlich. Ich kann mir vorstellen, dass der auch praktisch ist, wenn man gerne Rucksack trägt. Du kannst ihn dir ja auch komplett einmal rummachen. Du kannst ihn auch so tragen, ganz besonders, wenn du jetzt sehr weite Strecken läufst oder du bist jetzt irgendwie im Freizeitpark oder so unterwegs. Dann finde ich es natürlich auch toll, wenn man den einfach so als Rucksack tragen kann oder eine Städtetour. Die Träger scheinen auch stabil zu sein. Einmal so ein Rucksack. Falls euch was gefällt, könnt ihr dann schauen unten in der Infobox. So, wartet mal. Was war das? Ups. Ah ja, das ist so ein Bauchwerkhöschen. Und das habe ich in Größe XXL in Schwarz geholt. Gibt es wahrscheinlich in mehreren Farben. So ein Bauchwerkhöschen. Lucky steht hier drauf. Der eine in Schwarz. Ich werde die gleich mal unterziehen und mal sehen, ob ich dann, ob das was bringt, ob da nicht weniger Bauch ist. Das ist vom Material 90% Polyester und 10% Elastan. Und kannst du 30 Grad waschen. Ja. Werde ich euch jetzt gleich mal zeigen, angezogen, ob der Bauch dann ein bisschen kaschiert ist damit. Bin ich auch gespannt. Ich habe das schwarze Höschen an. Ich zeige euch das mal so ein bisschen hier. Also es geht bis, hier ist mein Bauchnabel, klappt so über den Bauchnabel. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich, dass hier so ein bisschen zusammendrückt und dass dadurch ein bisschen schmaler wird. Es hat ja hier so zwei Streben, die so richtig den Bauch so ein bisschen wegdrücken. Finde ich schön, fühle ich mich wohler mit, auch wenn ich mal was trage, was jetzt nicht über den Bauch geht für hier. Hier spüre ich das auch, dass das hier so ein bisschen was macht. Und man fühlt sich doch viel wohler, gerade wenn du mal kurze Oberteile anziehst. Der Bauch ist hier nicht mehr so doll vorgewölbt. Also das sieht schon anders aus. Weg ist er natürlich nicht. Dafür ist es noch zu viel. Aber er ist schon kaschiert. Ne? Habe ich ein bisschen mehr Luft in der Hose hier.
Das merkt man schon. Doch, das bringt was. Finde ich toll, solche Shapewear. Klasse. Ich habe lange sowas nicht mehr getragen. Früher hatte ich sowas auch mal. Aber ich finde, ach, das hat mich immer so ein bisschen eingeengt. Und im Sommer mag ich das sowieso gar nicht. Also nicht so an warmen Tagen. Aber wenn es nicht so warm ist, finde ich sowas manchmal ganz gut. Wenn man was vorhat und vielleicht irgendwas trägt, was ein bisschen figurbetonter ist, dann finde ich das eigentlich ganz gut mit so einem Höschen darunter. Ich glaube, ich hatte mir zwei bestellt. Mal sehen, ob ich das andere Höschen... Ja, hier. Seht ihr jetzt. Das ist einmal in Beige. Auch XXL. Und ja, da ist ein Muster drauf. Ist ja witzig. Das ist höher. Das geht wirklich bis hier unter die Brust. Bin ich auch gespannt. Also hier unten ist das sehr, sehr weich und elastisch. Und hier, wo es wohl so ein bisschen kaschieren soll, da ist der Stoff auch etwas fester. Aber es geht echt noch. Also nicht zu fest. Ich glaube nicht, dass mich das so eindrücken, einengen wird. Werde ich mal gleich ausprobieren, anziehen. Ja, so schaut das Teil aus. Werde ich euch aber gleich nochmal zeigen, ob das was bringt oder nicht. Anziehen, ausprobieren. So, jetzt mit diesem Teil. Das geht wirklich bis hier oben unter die Brust. Und ihr habt hier so eine Verstärkung drin, vielleicht damit das nicht runterrutscht. Und ich merke das auch richtig, dass das hier in der Taille, als wenn es die so ein bisschen zusammenhält, fühlt sich aber trotzdem ganz leicht an und nicht einengt. Und ich habe das Gefühl, hier, wo ich immer meinen Bauch so sehr unvorteilhaft finde, fällt das jetzt gar nicht mehr so doll auf. Und keine Rollen, alles glatt. Er formt so ein bisschen und geht wirklich bis unter die Brust. Finde ich angenehm zu tragen. Schön stretchy, er drückt zwar zusammen, also so hält so ein bisschen zusammen, aber er ist sehr, sehr angenehm zu tragen. Das behalte ich. So hinten und vorne, das ist hier irgendwie was eingenäht, das so ein bisschen fest ist. Merkst du nicht, wenn du die anhast, aber vielleicht hilft das, es geht nämlich bis hier oben hin, dass sich das nicht runterrollt. Kennt ihr das? Ich hatte auch schon mal solche Hosen und dann rollt das sich hier runter und das bringt dann gar nichts, du bist nur am Fummeln. Ich finde sie sehr angenehm zu tragen und ich wollte euch nochmal zeigen, jetzt so ohne. Ich denke mal, für mich ist das ein Unterschied, ich merke das. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auch so in der Kamera sieht, also ich merke das. Ah, ein bisschen Pflege habe ich mitgenommen und zwar hat mir jemand erzählt, dass er sich die Pflege von Temu kauft und dass sie toll ist. Und ich habe jetzt hier so ein paar verschiedene Sachen, die ich ausprobieren möchte. Das ist so ein Hyaluronazid. So rum seht ihr das ja auch besser. Hier habt ihr ja so ein Face und Body Skin und so weiter. Also für die Haut, für Körper und Gesicht mit grünem Tee, Aloe Vera und Chamomile. Steht auf alles auf Englisch übrigens drauf. Ach, auch auf Deutsch. Funktion feuchtigkeitsspendend und pflegend für die Haut. Nicht schlucken, außerhalb von Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontakt mit den Augen vermeiden. Wenn Reizungen oder Hautausschlag auftreten, beenden Sie bitte die Anwendung. Kühl und trocken lagern. Also steht auch nochmal alles auf Deutsch drauf. Mach mal auf, ne? Gucken wir uns mal an. So ein Hyaluron-Akzid. Ah ja, kommt in so einem Spender. Das sieht doch ganz süß aus. Die Flasche finde ich ja niedlich. Dann steht hier auch die Manufaktur, also wo das denn hergestellt wird. Okay, das ist jetzt so offen. Wenn es offen ist, geht das hoch. Auch nicht schlecht. Ein bisschen pumpen, bis was kommt. Ich bin selber gespannt, wie das jetzt ist. Aber ich habe auch in den Bewertungen nur Gutes gelesen über die Hautpflege von Temu. Also die es bei Temu zu kaufen gibt. Ne? Das ist ja nicht von Temu. Das sind ja andere Firmen. Vielleicht einen ganz leichten Duft. Ganz leicht, ein bisschen fruchtig. Ja. Das ist erstmal so eine rosé-dünne Creme. Die wird dann
so richtig flüssig wässrig, fühlt sich gerade etwas kühlend an auf der Haut. Sehr schön. So macht das erstmal einen guten Eindruck. Ganz, ganz, ganz leichten Duft. Ganz wenig. Ist ja auch gut so. Muss im Gesicht auch nicht unbedingt so viel Duftstoffe drin sein, ne? Wenn man da allergisch drauf reagiert manchmal. Manche können das nicht ab. Ja, sieht gut aus. Lasse ich gleich hier stehen. Werde ich schön austesten. Ups. Und dann werdet ihr in einem Aufgebraucht erfahren, wie mir das gefallen hat. Ah, was ist denn jetzt hier? Das ist der Retinol-Kollagen-Komplex mit HA-Hyaluronic-Acid. So, machen wir mal auf, denn diese, genau diese wurde mir empfohlen. Die soll ganz toll sein. Das ist diese, ist eine ganz kleine Flasche. Ich glaube, da sind 30 Milliliter drin. Das ist ja so winzig geschrieben. Da hilft das immer mit dem Handy nochmal zu schauen. Also, es ist 24 Monate haltbar nach dem Öffnen. Ach, das ist eine Tag- und Nachtcreme, Anti-Aging-Formula, Firming, Moisturing. Und das andere Wort ist jetzt schwer zu lesen. Puring, 30 Gramm. Die Inhaltsstoffe stehen hier auch aufgelistet. Alle Inhaltsstoffe sind beschrieben, auch in der App, wenn ihr hier auf die Creme geht, ist das auch gut beschrieben. Dann gucken wir jetzt mal die Creme. Die soll ja so toll sein. Ich bin gespannt. Ich werde die auch jetzt austesten. Jede Haut ist natürlich auch anders. Und was der eine vielleicht toll findet, sagt der andere, nö, ist nichts für meine Haut. Ne? Einmal aufmachen, ist also auch verschweißt. Ich habe hier jetzt nicht so ein Zippel, wo ich das so einfach abziehen kann. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, aber ich habe hier eine Schere hier. Ich mache das mal auf. Einen kleinen Schlitz hier rein. Und dann kann ich das ja auch ziehen, ne? Oh, das ist richtig. Oh, jetzt bin ich schon in die Creme gekommen. Richtig fest verschlossen. Das ist so ein, ja, Plastik. So, das mache ich mir jetzt hier mal auf. Und das testen wir jetzt auch mal aus. Ist weiß, auch eher dünn. Scheint viel Feuchtigkeit zu geben. Ist ja auch Hyaluron auch noch mit drin. Ein kleines bisschen, fast gar nicht, aber einen ganz leichten Duft hat die. Kann auch so ein Cremegeruch sein. Ich glaube, vom Parfüm stand da auch nichts. Kann der Eigengeruch der Inhaltsstoffe sein. Ist aber angenehm. Ja, riecht frisch. Man fühlt sich sehr, sehr, sehr feuchtigkeitsspendend an. Einmal diese hier, werde ich mal austesten. Ich habe mir die als Einzeldöschen geholt und ich habe die gesehen, gibt es auch im 5er-Set-Pack. Wenn man jetzt sagt, das ist was für mich, dann werde ich nächstes Mal natürlich auch ein 5er-Set bestellen. Und das, glaube ich, kostete nicht mal 5 Euro. Das sind hier 30 Milliliter. Blende ich euch ja alles ein nochmal. Die Produkte und die Preise stehen dann ja auch dabei. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, 1 Euro etwas, glaube ich, eine. Und wenn du aber jetzt dieses 5er-Set holst, also mit 5 Stück, dann war das unter 5 Euro, wo ich heute geguckt habe. Ja, also ich glaube, das ist der Eigenduft der Inhaltsstoffe. Ist aber angenehm. Bisschen nach Creme. Was haben wir noch? Ah, hier habe ich. Ach ja, ich weiß, was das ist. Ich trage ja auch im Winter oder im Herbst. Ich trage eigentlich immer auch gerne, wenn ich jetzt ein Kleid habe oder so, das eigentlich ein Sommerkleid ist, trage ich das auch im Winter oder im Herbst. Und dann brauche ich aber immer was ein bisschen mit Ärmel, was da drüber ist, und sieht das einfach unpassend aus, ne, im Winter was Kurzes. Das ist hier ganz dünn, kannst du natürlich auch im Sommer tragen. Das ist so ein, ja, ist ähnlich wie so ein Bolero, ne? Und dann kannst du das hier binden. Das werde ich auch gleich mal anziehen und euch zeigen. Ich gucke auch gleich mal, welche Größe ich mir hier bestellt habe. Ich kann das auch mal einfach hier rüberziehen jetzt. Geht ja eigentlich auch, ne? Warte mal, habe ich mir bestellt. XXL. Ich stehe mal auf. So. Und das kannst du hier binden. Ne? So, schön leicht. Fühlt sich gut an. Passt jetzt vielleicht nicht ganz so gut zu dem, was ich anhabe, aber ich finde es schön. Ihr habt so einen halben Arm,
bis zum Ellbogen geht das, wenn ihr den Arm so locker habt, und dann geht es sogar über den Ellbogen. Und das ist dann toll, wenn du jetzt sowas anhast, vielleicht auch ohne Ärmel. Ich laufe nicht gerne rum mit einem Kleid ohne Ärmel, weil ich meine Oberarme nicht so schön finde. Und dann kannst du sowas nämlich drüber ziehen, finde ich schön. Passt auch super. In 2x XL habe ich das genommen. Ist so durchsichtig, so ein Chiffon-Material. Da steht's. Das Material ist 75% Polyester und 25% Polyamid. Und 30 Grad kannst du das waschen. Schön. Gefällt mir sehr gut. Ja. Eine Bluse habe ich mir bestellt. In XL. Es ist 1x XL. Ich hoffe, das passt. Aber bei Oberteilen habe ich ja eine andere Größe als bei Hosen. Ja. Das schon passen. Das hat nur ganz wenig Bewegung, ein bisschen schon. So, weite Ärmel ist ein bisschen, ich glaube, jetzt so ein bisschen weiter geschnitten. Hat so einen hohen Kragen. Einen schönen Ausschnitt, finde ich. Und die Ärmel sind einmal so. Das ist jetzt natürlich ein bisschen knüllig. Ich gucke mal, was das für ein Material ist. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Und zwar ist das 100% Polyester. 1x XL. Das ist sie natürlich so, weil sie so eingepackt war, ein bisschen knüllig. Ja, die werde ich jetzt gleich mal anziehen und euch zeigen. Einmal die Bluse, geht so genau bis zur Hüfte. Die hat hier so eine Einschlagfalte, das sitzt jetzt nicht richtig. Und hier unten bin ich dafür eigentlich auch zu breit. Ich denke, das sollte richtig so eingeschlagen sein. So. Denke ich. Weiß nicht, sie ist natürlich jetzt sehr verknüllt und bin mir nicht sicher. Irgendwie gefällt mir das nicht so richtig. Also vielleicht geht die Bluse wieder zurück, das weiß ich noch nicht. Ich finde für mich jetzt, weil ich in der Hüfte breiter bin, hätte ich sie noch größer gebraucht, dann wäre sie aber oben wieder zu groß. Das ist nichts für mich, die Bluse. Oder man müsste sie halt einmal so umlegen und das locker als kürzere Bluse tragen irgendwie. Oder ein bisschen reinstecken. Aber das ist ja für meine Figur auch noch nicht so. So schlecht finde ich sie jetzt auch nicht, wenn ich sie so sehe jetzt. Wenn ich mir vorstelle, ich stecke sie mir hier so ein bisschen rein, wäre es eigentlich schon ganz nett, vielleicht für einen festlichen Anlass. Oh, was ist denn da noch drin? Hat da noch nichts drin? Nee. Ach ja, für meine Schuhe, die ich letztes Mal bei Temo bestellt hatte, diese Sommerschuhe, da bin ich hinten so ein bisschen rausgerutscht. Und das sind hier solche, die du an die Fersen hinten klebst, richtig, richtig weich, so gelmäßig fühlt sich das an, ist sogar ein bisschen dicker und die kommen mir richtig gut vor. Hier ziehst du das ab und klebst das in die Schuhe, hinten in die Fersen. So, und das ist richtig schön weich. So schauen die aus. Also das, glaube ich, ist gut. Das hat auch ein klein bisschen Gewicht, also das ist schon von der Qualität, glaube ich, sehr, sehr. Ja, das sind ja die Schuhe, für die ich diese Teile hier gekauft habe. Kleben wir mal rein zusammen, mal schauen. Also ziehst du hier ja ab, ne? Dann hast du dieses, das ist richtig silikonig, das scheint richtig gut zu kleben. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, wie ich das am besten da reinklebe. Ja, so. Mal reinkleben. Und jetzt ist es da drin, schön weich übrigens, und ich hoffe dann, weil hinten bin ich immer so ein bisschen rausgerutscht, probieren wir gleich aus, dass das jetzt klappt und ich da nicht mehr rausrutsche und dass es hoffentlich auch gut und lange kleben wird. Das werden wir sehen, klebt ja jetzt hier nur auf Stoff, aber dafür ist das ja, das ist ja nun mal für Stoff. Ja, auch noch andere, auch mit Stoff bezogen. Was ich auch noch ausprobieren möchte demnächst, ist mal so Kleidung bei Temo. Und zwar, hier haben die ja auch Baumwoll- und Leinenkleidung. Das hatte ich mir noch nie, da habe ich mir noch nie was ausgesucht. Da möchte ich nächstes Mal mal ein bisschen was aussuchen. Weil auch einige von euch ja sagen, Polyester und so, das vertrage ich nicht oder das mag ich nicht auf der Haut. Und dann habe ich gedacht, zeige ich euch mal, was Temo denn so vielleicht da hat. Mal selber ausprobieren, wie die Sachen sind und ob die auch schön sind. Die Auswahl ist, glaube ich, nicht ganz so groß, aber die haben einiges da. Habe ich schon gesehen.
Und ja, vielleicht bei meiner nächsten Bestellung dann. Ah, so. Ich kann euch nicht sagen, ob das wirklich nachher gut da drin klebt. Ne? Das kann sein, dass das gar nicht so gut klebt. Da bin ich mir unsicher. Sollte ich das ein bisschen höher machen? Das kann man nämlich auch ganz einfach wieder rausnehmen. Es ist klebrig, aber du kriegst es leicht wieder raus. Vielleicht auch nicht so schlimm. Solange ich es nicht verliere, kann ich es ja da hinten immer wieder so ein bisschen reinkleben, wenn ich die Schuhe anziehe. Das werden wir sehen. So, und jetzt ziehe ich die mal an. Und dann schauen wir mal, ob ich da jetzt nicht mehr so rausrutsche, weil das war schon schade. Ich rutsche immer noch hoch, leider. Aber ich bin eben schon ein Stück gegangen. Es ist besser als vorher. Ein bisschen geht das hier noch hoch. Hier ist besser. Also wenn ich gehe, das ist schöner. Doch, zum Gehen auf jeden Fall schon mal besser. Klein bisschen, wenn ich so mache, komme ich noch hoch. Aber ja, bisschen besser. Ich habe hier noch solche zum Geld sparen, so eine, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Für eine Freundin sollte ich das bestellen. Da habe ich erst dieses hier im Warenkorb gepackt. Und dann nachher hat man nochmal gesprochen, sagt sie, nee, das ist es nicht. Ich soll ein anderes bestellen, aber das habe ich jetzt trotzdem genommen, weil schaut mal, ihr habt hier für Karten 1, 2, 3, 4 Fächer. Das ist so ein Ringordner. Kann man auch was anderes reintun, ne? Und hier habt ihr auch nochmal so ein großes Fach, wo ihr was reinpacken könnt. Dann habt ihr dabei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Taschen, die ihr, ne, so, jetzt ist es glaube ich zu, so ist es auf, öffnen könnt und dann könnt ihr halt Geld reinpacken zum Sparen. Ich kannte das gar nicht, ich kenne das auch immer noch nicht so richtig, ich weiß gar nicht so richtig, es gibt wohl so eine Challenge auch, habe ich gehört, so eine Geldspar-Challenge dafür. Ich mache jetzt mal diese Dinger hier rein. Macht einen guten Eindruck, ist von außen auch so ein bisschen gepolstert, Kunstleder wohl gepolstert, also fühlt sich gut an. Ja, so bleibt es wohl. Also jetzt habt ihr sie alle drin, hier ist so ein Pappe, ich weiß nicht, ob die da drin bleiben soll oder ob man die rausnehmen kann. Na? Ich glaube, man kann diese Tüten sogar noch mehrere bestellen, auch kannst du auch einzeln bestellen. So, also die passen gut rein. Hier kannst du verschließen, kannst du dein Geld reintun. Hier kannst du irgendwelche Notizen reintun oder Karten, wie du willst. Hier kannst du einen Stift dran machen. Also nochmal so eine Gummischnalle. Denk mal einen Stift oder so. Und dann ist das mit Magnet. Ja, den siehst du zwar nicht, aber das merkst du halt, wenn du es zumachst. Fühlt sich echt gut an. Das ist so schön gepolstert. Kunstleder schön gepolstert. Gab es, glaube ich, in mehreren Farben. Ich fand rosa ganz hübsch. Und ja, einmal dieses Büchlein zum Geld sparen. Und das war das, was meine Freundin haben möchte. Das packen wir jetzt mal aus. Da bin ich selber neugierig. Ich habe es mir auch noch mal mitgenommen und gedacht, vielleicht gefällt mir das ja auch. Ah ja, das ist mit so einem, ja, so eine Plastikschutzfolie. Hier habt ihr einen Druckknopf, könnt ihr das aufmachen. Und das ist auch alles einzeln. Und hier, ne, auch so eine Ringeinlage, wo das reinkommt. Befestigt ist das hier hinten an diesen Stellen. Also das dürfte eigentlich gut halten. Und dann hier könnt ihr das so zumachen und schützen. Das ist dann die erste Seite. 100 Envelope Savings Challenge. Total 5050 Dollar. Also das ist jetzt nicht in Euro. Da kenne ich mich nicht mit aus. Das ist für die Challenge, glaube ich. Weil da sollst du wahrscheinlich, weil hier auch alles nummeriert ist, jeden Tag was reintun. Wie viel oder so, weiß ich nicht. Ich kenne diese Challenge nicht. Vielleicht kennt ihr die. Ja, hier, das ist nur mal durchnummeriert von 1 bis 100. Ist das für 100 Tage? Und dann sollst du eine bestimmte Menge Geld reinpacken und dann hast du am Ende 5000
Dollar oder in Euro dann eben. Kannst ja einfach auch Euro reinpacken. Ist ja hier nur die Zahlen. Das sind bestimmt die Tage. So eine 100-Tage-Challenge ist das bestimmt. Und ja, mache ich jetzt mal auf. Funktioniert soweit schon alles gut. Und da rein. Wenn ich mich jetzt gut anstelle, kriege ich alle auf einmal rein. Hier. Ja, kriege ich alle auf einmal rein. Gott sei Dank immer bei so vielen Umschlägen. So, und ich glaube, das Deckblatt kommt dann wahrscheinlich hier vorne rauf. Dann sieht das schick aus, wenn du das geschlossen hast. Und dann hast du hier die einzelnen Tage und kannst hier was reinpacken. Ist natürlich dann oben offen, ne? Wie machst du das hier unten? Wo packst du das da rein? Wie geht das? Ach, auch. Kannst du auch hier reinpacken. Vielleicht immer einen Schein, einen Fünfer oder so. Vielleicht kannst du auch Münzen reinpacken. Musst nur aufpassen, dass du es dann nicht anders, dass es runterfällt oder so. Kippen alle Münzen, fallen alle Münzen raus, ne? Ja, wie gesagt, durchnummeriert bis 100. Und das ist so dann. Finde ich auch schön. Das ist jetzt für meine Freundin, eins für mich. Ja, mal gucken. Aber jeden Tag 5er muss man sich auch erstmal leisten können, den einfach so wegzupacken. Jeden Tag 5er kann ich, glaube ich. Da muss ich erstmal selber schauen, wie funktioniert denn diese Challenge überhaupt. Oder ich frage meine Freundin mal, die weiß das. Das ist für diese 100-Tage-Challenge. Genau. Jetzt habe ich noch für meine Mutter ein paar Schuhe bestellt und ich weiß das ganz genau, kann ich ja auch in meiner Bestellung sehen, in 39 bestellt und habe mich erschrocken, weil, wo steht das jetzt? Ja, hier steht das ganz klein drauf, Schuhgröße 40 und hier steht, und hier unten steht ja auch 40, also ich habe eine schöne rutschfeste Sohle, richtig schöne weiche Schuhe. Na, hinten habt ihr ein bisschen robuster, also ein bisschen höher auch. Sind so richtige Sommerschuhe, könnt ihr euch hier auch noch schnüren, so eng wie ihr das braucht. Das ist Stoff, aber ist schon scheinbar ein stabiler Stoff. So schauen die aus. Ich habe die schon gleich, weil ich mich erschrocken habe, mitgenommen zu meiner Mutter. Sie sollte die einmal anprobieren. Und sie sagt, die passen doch gut. Fallen wahrscheinlich etwas kleiner aus. Dann ist hier einmal so eine Einlegesohle drin. Ganz einfache Einlegesohle. Aber sie sagt, die sind sonst bequem, schön weich. Und sie hat ja auch ein bisschen breiteren Spann. Da passten die gut. Ich weiß auch nicht, warum ich wieder Größe 40 bekommen habe, obwohl ich ein extra diesmal darauf geachtet habe, dass ich nicht falsch bestelle, weil ich hatte schon einmal bestellt und da war ich da auch der Meinung 39, da war ich mir aber nicht mehr sicher, weil ich 40 bekommen habe. Aber die passen ihr. Hier steht GRF Fashion. Ne? Einmal die Schuhe, zeige ich euch dann auch nochmal, blende ich mal ein, wie die dann getragen aussehen. Also ihr habt natürlich, das ist hier hinten nicht besonders dick, es ist weich, hier ist keine Polsterung oder so drin. Ist manchmal ein bisschen schwierig, glaube ich, wenn du in die Schuhe reinsteigen willst, wenn das hier hinten so weich ist. Musst du vielleicht einen Löffel nehmen, so einen Schuhlöffel und dann so aufhalten, ne? Oder hier hast du einen Zippel zum Ziehen. Mal diese Schuhe für meine Mutter. Mhm. Ganz gut mitlaufen? Ja. Bequem, ja? Na gut. Für mich habe ich auch Schuhe bestellt. Und zwar hatte ich gesagt Größe 40. Und hier ist auch ein großer Aufkleber drauf, steht da wieder. Eine 40. Ja, ist auch eine Nummer größer, als ich bestellt habe. So schauen die aus. Die sind hier so glatt. Kannst du besser putzen auch, ne? Oder wenn jetzt mal doch mehr draußen mehr nass ist. Aber die haben auch eine hohe Sohle. Also ich würde sagen, das ist auch was für den Herbst schon. Die kannst du auch im Herbst oder im Winter noch anziehen. Haben aber auch hier oben Stoff. Die kommen dann mit so einem Schutz, Formschutz und haben auch eine Einlegesohle drin. Ist die angeklebt? Nee. Ach, die ist aber toll. Die ist so. Die ist ein bisschen mehr weicher, gepolsterter.
nicht so ganz so eine einfache nur. Das ist aber toll. Ja, sehen gut aus, stabil. Ich zeige euch mal die Sohle. Ich brauche ja immer auch, ne, wenn ihr im Winter lauft, dass es so ein bisschen Profil hat und rutschsicher ist, das glaube ich schon. Und so Lauf- oder Wanderschuhe, glaube ich. Wanderschuhe oder so waren das. Ja, von der anderen Seite sind die so golden beschriftet. Hier steht komfortabel drauf. Und oben habt ihr einfach nur so ein goldenes Schildchen. Hier zum Schnüren. Und das ist so. Na, da muss ich mal sehen, wie gut das denn hält. Aber ich denke mal, es fühlt sich jedenfalls alles sehr stabil an. Und die sehen schön aus. Und ich bin ja niemand, der da so zieht und zerrt an den Schuhbändern. Das gibt es ja auch, aber das mache ich zum Beispiel nicht. Zeige ich euch auch nochmal getragen. So machen die einen guten Eindruck. Sind auch leicht, also nicht so schwer, normal. Ja, sind jetzt, obwohl sie wirklich so ein bisschen klobiger sind, nicht schwer. Das finde ich auch toll. So. Das noch raus und dann werde ich die auch gleich mal anziehen. Und euch getragen zeigen. Gefallen mir auch richtig gut. Ja, und mal sehen, dass sie dann auch passen. Weil, wie gesagt, es ist jetzt in 41. Ich habe Größe 40. Kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Schuhe ausfallen. Kann ich auch manchmal 41 tragen. Deshalb habe ich keine Angst, dass sie mir nicht passen werden. Außerdem habe ich ja noch so eine orthopädischen Einlagen. Wenn man die reinmacht, dann ist sowieso gut, wenn der Schuh ein bisschen größer ist. Von daher macht das nicht. Das ist jetzt für mich eine Nummer größer. Ich finde die auch richtig schön. Ich mag ja gerne, wenn die so ein bisschen eine klobigere Form haben. Und von der Größe, wo ist mein Zeh jetzt? Der ist fast, also hier, das ist genau passend in 41. Die fallen wahrscheinlich etwas kleiner aus, denke ich mal. Hätte 40 vielleicht auch gepasst, aber 41 passt auch und ich kann halt meine Einlagen noch da tragen. Die fühlen sich richtig schön weich wie gefedert an, sehr gut. Ich glaube, da werde ich gerne mitlaufen. Die haben auch diese Form hier, dass du so das Gefühl hast, das hilft dir so schon beim Abrollen, der Schuh hilft dir schon beim Abrollen. So, ne? Das mag ich ja gerne. Oh, und hübsch finde ich sie auch. Tolles Profil. Doch, sehr schön. Auf ein Paket warte ich noch, das wird die nächsten Tage kommen. Und ich denke, das werde ich dann auch hier jetzt so im Anschluss euch nochmal zeigen. Das sind nur drei Sachen noch, die würde ich euch auch gerne. Gestern ist ja noch ein Paket angekommen von Temu und da war unter anderem diese Uhr drin. Und da habe ich mir ja nicht so sehr viel von versprochen. Die kostete knapp unter 10 Euro und ich habe gedacht, mal gucken, was das ist. Mein Sohn gleich so, oh, lass mich die auspacken. Ich sage, ja, okay, die wird eh nicht toll sein, brauche ich gar nicht zeigen. Und dann packt er die aus und probiert die aus und wollte sie am liebsten gar nicht wieder abgeben. So, dass wir dann gestern gesucht haben bei Temu, weil ich wollte die für ihn und seine Freundin dann auch nochmal bestellen. Leider ist genau diese im Moment nicht mehr verfügbar. Kann ich deshalb auch nicht verlinken, weil ich finde sie im Sortiment da überhaupt nicht im Moment. Ich werde euch mal eine andere verlinken, die sehr ähnlich ist. Leider ist die nicht so günstig. Ich glaube, das war um die 18 Euro. Blende ich euch auch mal ein. Hat tolle Farben. Ich habe mir die Uhr, das ist ja schon rausgenommen. Ich zeige euch erstmal hier, wie die ankommt. Ne? Also so. Okay, war auch hier total eingeschweißt. Dann habt ihr, das ist zum Laden. Also so mit Magneten. So hier hinten. Aber ich habe sie noch nicht geladen, weil sie war voll aufgeladen und ich habe sie auch schon in Benutzung. Und ich denke, das muss doch darauf, ne? Ja, so, ne? Und dann kann man die laden. Das ist ja auch gerade angegangen wieder. Ja, die geht auf Bewegung an. Ihr habt hier hinten einen Sensor. Die kann einiges, die ist auch, also entweder könnt ihr hier den Knopf benutzen zum Anmachen, aber sie geht auch an, wenn ihr die Hand bewegt. Könnt ihr hier hochziehen, habt ihr WhatsApp-Nachrichten. Ich habe eingegeben, ich wollte WhatsApp und Instagram. Du kannst dann auch wieder löschen. So. Und du kannst hier deinen Puls messen. Habe ich ausprobiert. Ist wie bei meiner anderen Uhr. Bitte tragen Sie die Uhr wieder. Also es erkennt auch, wenn ich die Uhr nicht trage.
Dann ist hier mein Schlafrhythmus, ne? 1.42 Uhr bis 8.11 Uhr heute. Das stimmt. Also sowas, ich habe sie nämlich über Nacht auch umbehalten. Und dann hier eine Wetter-App habt ihr. Also ihr könnt auch hier so rüber touchen und ich finde, das funktioniert auch gut. Hier ist nochmal Blutdruck messen. Bitte tragen Sie die Uhr wieder, steht dann da, weil ich sie jetzt gerade nicht umhabe. Da weiß ich nicht, sagt mein Sohn auch, ob das wirklich stimmt. Er meint nämlich, hier sind ja gar nicht so viele Sensoren. Dann haben wir hier noch was Aktivität. Hier kannst du also, ja, wie viele Schritte hast du gemacht, welchen Sport hast du gemacht, wie viel habe ich getrunken und so weiter sehen. Dann hast du hier noch mal was zu messen, Druckmessung, aber da weiß ich gar nicht, was das ist. Du kannst das Teil hier auch drehen, hat keine Funktion, drücken kannst du, dann geht's an. Hier Schritte, 1001, Kalorien 23 und Übung ist dieses Zeichen hier. Ups, jetzt geht sie aus. Ja, Sport habe ich nichts gemacht. Aber die Schritte, letzte 7 Tage. Gestern Nachmittag habe ich die ja erst bekommen, ein bisschen rumgespielt, habe auch eine App dazu. Wo habe ich das jetzt? Dann die hier drin. Den hier. Und dann habe ich die App dazu. Da kann ich einiges einstellen. Von wo möchte ich Benachrichtigungen haben, wo nicht. Wenn ich angerufen werde, kann ich den Anruf entweder wegdrücken. Aber ich habe das nicht hingekriegt, dass ich ihn annehme. Ich dachte, das sollte auch gehen. Mal so. Das ist, glaube ich, der Sauerstoff im Blut. Wird gemessen. Ihr habt dann verschiedene Ziffernblätter. Ich habe sie übrigens so in Grau genommen. Dann hat sie hier so ein silbernes Gehäuse. Finde ich richtig hübsch. In allen Farben, die da sind, ist auch dann passend das Gehäuse in der Farbe. Und sie trägt sich angenehm. Ich habe sie, wie gesagt, sogar über Nacht getragen. Stört nicht. Und abends ab 22 Uhr bis morgens um 7 ist das dann auch aus. Also sonst, wenn ich sie bewege und auf die Uhr gucken will, geht sie immer an. Ich bin total begeistert von der Uhr und das für den Preis. Ja, speziell für sich ein Ziffernblatt entwerfen mit einem Foto oder so. Hatte mein Sohn dann gestern gemacht, da war dann der Kater drauf und die Uhrzeit und so. Ich finde das jetzt ganz schön, habe ich jetzt hier meine Schritte gleich mit im Blick. Batteriezeichen ist dabei. Ich finde sie einfach im Moment richtig hübsch und schön und das ist nämlich sonst meine Smartwatch, die von Samsung, bin ich auch mal sehr zufrieden mit. Aber ich finde die einfach cool. Und dann habe ich gedacht, die muss ich euch jetzt doch zeigen. Ach, einen Taschenrechner habe ich hier. Dann habe ich hier ein Spiel. Okay, spielen will ich jetzt aber auch nicht. Und was ist das? AI-Stimme. Oh, da habe ich, glaube ich, nichts eingestellt. Vielleicht kann man damit sprechen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich brauche eigentlich auch nicht so viele Funktionen. Für mich sind die Schritte wichtig, Kalorien ist toll. Ich sehe, wie ist der Batteriestand. Hier eine ausführliche Anleitung, auch auf Deutsch. Und das alles Schritt für Schritt erklärt. Uhrenbedienungsanleitung, Download der Uhren-App und so weiter. Trinkwassererinnerung kannst du einstellen. Erinnerung an langes Sitzen kannst du einstellen. Periodenerinnerung, Kamerasteuerung hast du, Musiksteuerung. Ja, das hat mein Sohn mir gestern gezeigt, das funktioniert auch. Die Uhr kann Benachrichtigungen vom Telefon empfangen und anzeigen. Die letzten 5 Nachrichtenaufzeichnungen speichern. Und du kannst dann direkt auf der Uhr ablesen, finde ich auch toll. Du hast eine Stoppuhr, einen Smart-Wecker, also sie weckt dich auch, kannst Wecker einstellen. Ah ja, hier ist ja noch mehr. Ja, der Taschenrechner habe ich ja schon erzählt. Wecken Sie den Sprachassistenten auf dem Telefon über die Uhr, während sie eine Bluetooth-Verbindung für Anrufe herstellen. Okay, so dafür war dieses, was ich eben gezeigt hatte. Dann hast du den Schlaf. Die Uhr kann die Gesamtdauer des Schlafes der letzten Nacht sowie die Dauer des Tiefschlafs und des leichten Schlafs aufzeichnen, anzeigen. Eine genauere Analyse und Aufzeichnung der Daten können im Klient eingesehen werden. Die Herzfrequenz, die Uhr kann die Herzfrequenz für den gesamten Tag aufzeichnen. Bewegungsinformation, die Uhr kann die Anzahl der Schritte, verbrauchten Kalorien und zurückgelegte Strecke jeden Tag aufzeichnen und anzeigen. Eine genauere Analyse und Aufzeichnung der Daten können im Klient eingestellt werden. So zum Beispiel auch, dass du da sagst, wie groß sind deine Schritte und so weiter. Übungen. Es stehen verschiedene Übungsmodis zur Verfügung. Darunter gehen, laufen, Radfahren, Basketball spielen,
Fußball, Badminton, Seilspringen und Schwimmen. Wenn Schwimmen auch geht, bedeutet das ja, dass sie wasserdicht ist. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Das habe ich nämlich gestern schon gerätselt mit meinem Sohn. Das wussten wir nicht, ob sie wasserdicht ist. Hier steht, du kannst auch schwimmen. Damit werde ich gleich nochmal mit ihm sprechen. Eine genauere Analyse und Aufzeichnung der Daten können im Klient eingesehen werden. Blutdruck kannst du hiermit angeblich auch aufzeichnen. Aber ob das wirklich so stimmt mit dem Blutdruck, bin ich mir ziemlich unsicher. Sauerstoffsättigung, Wetterinformationen, Nachrichtenbenachrichtigungen. Das ist schon eine ganze Menge, ne? Ja, hier. Und dann hier eine Uhrenanleitung. Ach, nach oben kann man auch. Das habe ich noch nicht. Warte mal. So. Ach, guck mal. Dann hat man ja hier noch ein bisschen was. Nachtmodus. Jetzt. Energiesparmodus, Vibration aus, Handgelenk aus und dunkler, kann ich sagen, ne? Wenn ich sparen will. So. Hier hast du noch Einstellungen. Hier hast du das Telefon. Hier, wenn du so wischst, halt auch noch was. Dann so. Hier hast du halt die Benachrichtigungen. Und das ist jetzt wieder Mitte. Und wenn ich jetzt hier so mache, aha, dann sehe ich auch so, wie es bis jetzt meinen Blutdruck gemessen hat. Hier habe ich den Schlaf. Ich nach oben wische die Schlafdaten. Hier sind die Aktivitäten und so weiter. Aber sie funktioniert per Touch, Wischen. Und ja, du hast die App, wo du nochmal alles feiner einstellen kannst und auswählen kannst. Und da stand bei, dass die 3 bis 5 Tage der Akku halten soll. Ich denke mal, im Energiesparmodus vielleicht tatsächlich 5 Tage schafft meine Samsung auch und sonst höchstens 3 Tage. Je nachdem, wie viel man damit spielt. Ne? Das ist eben so, die muss öfter mal aufgeladen werden, diese Smartwatches. Aber für knappe 10 Euro ist das ein tolles Teil. Das war ja nicht das Einzige in dem Paket gestern. Ich hatte nochmal die Lampen, die so leicht flackern, diese schwarzen, die ich im Garten stehen habe, die ich schon mal gezeigt hatte. Die hatte ich für meine Mutter nochmal bestellt. Die hat sie bei mir gesehen und fand sie so toll. Kann ich euch jetzt mal hier einblenden. Dann wisst ihr auch welche, wenn ihr meine anderen Temoholz gesehen habt. Die sind auch wirklich schön. Gut. Ach ja, noch ein paar Schuhe für meine Mutter. Diesmal waren die auch in 39. Kann ich mal einblenden. Vielleicht, wenn ich das schaffe, kommt das hier jetzt nochmal im Anschluss und zeige ich euch die Schuhe auch nochmal. War sie zufrieden mit? Das ist so eine Art, ja, so Sommer-Ballerina-Schuhe mit einer Lasche oben drüber nochmal, eine Schnalle oben drüber, die du mit Klettverschluss dann einstellen kannst. Die haben mir auch sehr gut gefallen, die behält sie. Das sind sie, die Schuhe, und die gefallen ja auch sehr gut. Passen gut in 39. Genau. Aber die Bluse werde ich auch behalten, habe ich mir jetzt überlegt, für einen schönen Anlass, denn ich muss sie ja nicht hier so runterziehen bis zur Hüfte, denn dann geht ja diese Falte auseinander. Aber wenn ich sie reinstecke oder etwas höher mache und nicht runterziehe, dann passt das mit der Falte ja. Für einen festlichen Anlass, oder wird nichts zurückgehen. Eigentlich bin ich soweit mit allen zufrieden, bei der Bluse war ich halt unsicher. Ach, das wollte ich euch noch sagen. Das Retinol mit Kollagenkomplex plus AHA. Dieses hier habe ich jetzt ausprobiert, vertrage ich gut. Keine Probleme, sehr, sehr reichhaltig, fühlt sich gut auf der Haut an. Danke für den Tipp, Bea. Na? Und ich hatte ja dann noch dieses Hyaluronacid dazu genommen. Diese Creme hatte ich in diesem Video ja schon gezeigt, habe ich euch schon jetzt auch zweimal benutzt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt an diesem Temo-Haul. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.